So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Folge, glaube ich, Nummer 18 oder nicht, auf immer, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Alter, was haben wir hier bloß erlebt? Was haben wir hier? Hier ist alles zugemauert und hier ist ein Loch. Krass. Heftig, heftig. Ich weiß auch selber nicht, wie es jetzt hier weitergeht. Krass. Aber diesen Trakt kannte ich noch selbst gar nicht. Boah, wie geil sieht das halt aus. Einfach nur heftig. Warte mal, hier ist eine Tür. Hier können wir lang. Wir können hier aber nicht raus. Schade. Boah, wie geil ist das denn gemacht hier, bitte? Wir gehen jetzt nochmal hoch. Alles voller Steine. Der Fahrstuhl. Aber wir müssen bestimmt irgendwo nochmal den Strom anschalten. Dann können wir auch mit dem Fahrstuhl, glaube ich, fahren. Oh, ich habe überall echt Gänsehaut. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo hier geht die Tür auf. Aber, warte mal, das ist eine Tür. Warte mal, wir gehen jetzt mal hier raus. Was ist das gruselig? Ah, wow. Warte. Ah, nee, wir kommen ja nicht mal raus. Okay, wir sind hier gefangen. Aber hier. Kommen wir hier rein in das Nachbargebäude? Kommen wir hier rein? Boah, ist das groß. Da. 5. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. Sie hätte das können. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Ach du Scheiße. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Was passiert hier? Hä? Hä? Mega hell. Oh. Sag jetzt nicht, wir sind durch. Oh Gott. Nein, in USB-Ländern. Die ursprüngliche Technik wurde perfektioniert als erstes. Lalala. Oh nee, ne? Das, wir sind jetzt nicht. Oh Gott!
Das darf ich, ich hoffe, das darf ich zeigen auf YouTube. Boah, was grausam. Das machen sie jetzt nicht wirklich, oder? Das machen sie jetzt nicht möglich. Uah. Oh. Oh. Oh Gott. Oh nee, oh nee. Oh. Oh. Oh mein Gott. Oh Gott, was gucke ich mir eigentlich hier an? Oh, die 10. Juni 1944. Die Operation. Die Stimme kennen wir doch, das ist von Gronkh. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Oh. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe. Sie hätte lassen waschen können. Und essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist nicht so jung. Lieber Gronkh, ich hoffe, ich habe da jetzt dir nicht Schaden getan. Ich wollte das nur als Plane, weil es einfach so krass war. Kann es sein, dass es verbessert? Ja, man hat ihr Leben einfach komplett weggeworfen. Das ist so traurig. Ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen. Um all dies zu verhindern. Ich glaube, wir sind am Ende des Spiels. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so krass. Wir haben das Spiel einfach mal durchgespielt. Kann das sein? Ja. Oh Gott, das ist so krass. Die haben einfach ihr komplettes Leben weggeworfen. Die haben damit so viel Scheiß gemacht. Entschuldigung für dieses Wort.
oh Gott, ich kann mir gut vorstellen, dass was in echt passiert ist. Oh, aber das mit der Nadel so, oh Gott. Bra! Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sowas in 1944 gemacht wurde. Das kann man sich nicht vorstellen. Alter, heftig. Sehr, sehr heftig. Oh Gott. Ich wünsche sowas niemandem, wirklich. Oh mein Gott. Ich werde jetzt erstmal... Wir lassen erstmal das Ende ausklingen und dann werde ich nochmal reden. Aber warte mal, es geht noch weiter, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Aber war es das jetzt? Doch, The Tone of Light. Das war The Tone of Light. Okay. Wir haben es offensichtlich heute durchgespielt. Also ganz weit haben wir es gar nicht. Ich glaube, ich bin irgendwie zurückgefallen. Nee, ist ein Loch. Alter. Heftiges Spiel auf jeden Fall. Habe ich mal ein Spiel durchgespielt. Heftiges Spiel. Auf jeden Fall sehr, sehr heftig. Ich hoffe, ich kriege keine Urheberrechtsprobleme mit dem Song. Ich hoffe es mal. Weil es ist sowieso nicht an dem momentanisiert. Oh, Gottes Willen. Eieiei, das war echt krass. Ja, dann will ich mal auch sagen, werde ich die Aufnahme hier gleich beenden. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Ich werde jetzt nochmal auf Instagram, werde jetzt mal alle Folgen dann für euch so präsentieren, wie ihr sie kennt. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mit der Folge. Und ja. Oh Gott, das Spiel, Alter. Heftig. Heftig. Sehr, sehr heftiges Ende. Ah, hier. Erik Gronk Range. Da war er nochmal. Der liebe Gronk. It's English voice has been recorded with local transit in Roman. Okay. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen für euch allen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Vormittag, Nachmittag, Abend und ja. Wann wir das nächste Let's Play spielen, komplett durchspielen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß damit und danke, wir haben Twitter entschieden und wir haben das Spiel jetzt durchgespielt. Ich sage jetzt erstmal tschüss und wir sehen uns mit einem nächsten Let's Play irgendwann wieder auf meinem Channel wieder. Also, bis dann. Tschüss.